Geschichte des Drachenlord, Episode 45, Exil 95. Ja, Exil 95, gut, von dem kann man halten, was man will. Der ist jetzt auch nicht so unbedingt das beste Vorbild im Internet. Aber ich fand ihn immer schon recht authentisch. Ich glaube, das kann man wirklich über ihn sagen. Und ja, real, kann man glaube ich sagen. Aber ja, auf jeden Fall sympathischer als Rainer. Das kann man definitiv sagen. Okay, wir gehen rein, ne? 45. Folge, Exil 95, let's go. Am 8. Juli 2018 erschien Drachenlord Folge 18, Drache beim Psychiater. Oh nein. In dem Rainer, wie für das Format üblich, versuchte witzige Antworten auf Hater-Kommentare zu geben. Im Stream reagierte er auf die Kommentare, die Exil 95 in einem seiner Livestreams über ihn geäußert hatte. Okay, nee, wisst ihr was? Lass ich unkommentiert. Du willst nichts mehr machen, Exil? Ist in Ordnung. Lass ich unkommentiert. Das ist echt nicht sein Ernst. Ich möchte nicht alles öffentlich austragen, er anscheinend schon, deswegen lasse ich das. Weil ich eine. Aber auch geil, wie man so getroffen sein kann, weil jemand mit einem nichts machen möchte. Nö, lass ich unkommentiert. Rainer denkt wahrscheinlich, er ist der beste Mensch und wie kann es nur sein, dass ein Exil nicht mit ihm was machen möchte? Sache doch sagen möchte. Ich hatte dich nicht für so jemanden gehalten, der aufgrund von Kleinigkeiten sich über sowas, weiß nicht. Muss ich sagen, bin ich hart enttäuscht von. Ganz ehrlich. Vielleicht auch besser, wenn ich nicht weiter dazu sage. Nee, was ich mir gerade denke, sage ich lieber nicht. Was für ein Missverständnis. Er hat in einem Stream sich über meine Rechtschreibung lustig gemacht, in einer privaten Nachricht, die ich nirgendwo veröffentlicht hatte, von der ich noch nicht mal was gesagt habe, von meinem Hauptaccount auf seinen Account. Eine Nachricht, an die ich schon gar nicht mehr gedacht habe, weil die schon seit bestimmt 3 Wochen vom Tisch ist und die auch eigentlich unter den Tisch gefallen ist, weil ich eben keine Antwort von ihm bekommen habe und habe ihn stattdessen einfach gefragt, ob man eventuell mal was zusammen machen kann. Das war's eigentlich. Stattdessen geht er her und schreibt und postet es öffentlich. Das muss einfach nicht sein. Ich finde das immer so schön, wenn Rainer irgendwie so eine passierte Situation beschreibt und man versteht manchmal einfach nicht, was er da erzählen möchte, weil Rainer das einfach so schlecht rüberbringt. Also ich konnte der Geschichte zumindest gerade nicht wirklich folgen. Dann sprach Rainer über seine Englischkenntnisse. Dein Englisch ist besser geworden. Hast du geübt? No. Mir fehlen, zwei Sachen fehlen mir. Es gibt Worte, die ich noch nicht kenne und es gibt die Grammatik. Wenn ich da mehr im Ausland werde, wo ich auch Englisch sprechen müsste, würde ich das wahrscheinlich relativ schnell lernen. Afrikanisches Englisch ist die Antwort. Da ist es egal. Spricht man in Afrika nicht Afrikanisch? Ja, Rainer. In Afrika spricht man Afrikanisch. Richtig. Am 9. Juli streamte Rainer kurz nach Mitternacht und stellte klar, dass er nichts mit Exil 95 zu tun haben wollte. Dann sprach er darüber, dass er seine Kreativität verloren hatte. Depressionen habe ich nicht. Auf meinen psychischen Zustand hat es keinerlei Auswirkungen. Nur auf meine Kreativität. Sowohl physisch als auch körperlich geht's mir. Körperlich, naja. Aber mir geht's soweit eigentlich gut. Nur, ich wollte gerade schon dazwischen grätschen, wegen körperlich, aber er hat ja nochmal die Kurve gekriegt. Körperlich geht's mir super. Meme, Beine, übergewichtig, adipös, sage ich jetzt mal. Ja. Aber sonst geht's mir super. Ey, alles super, alles gut. Meine Kreativität ist irgendwie weg. Mein ehrlicher Rat, lass es sein, such dir einen richtigen Job. Mein ehrlicher Rat, halt bitte deine Meinung, wenn es so unqualifiziert ist für dich. Unqualifiziert, das war wirklich ein gut gemeinter Rat. Und Rainer, finde das natürlich wieder nicht gut. Und in Australien, australisch. Hä? Wir sprechen doch hier auch alle Europäer. Ja, ist richtig. Ganz im Ernst, wenn... Deutsch ist auch nur ein Dialekt von Europäisch. Das ist wirklich wild. Wenn ich mir einen anderen Job suche, dann kann ich mich erstmal einsagen lassen, weil wer zahlt dann meine Rechnungen in der Zeit, wo ich mir einen anderen Job suche? Ja, aber was denn... Alter, wirklich, Rainer, guck mal, pass auf, ich kau dir das jetzt mal vor. Wer bezahlt meine Rechnung in der Zeit, wo ich einen anderen Job suche? Pass auf, Rainer. Du lässt YouTube weiterlaufen und suchst dir nebenbei einen festen Job. Dann unterschreibst du irgendwann einen Arbeitsvertrag und hast ein Datum, wann du anfängst zu arbeiten. Und wenn du dann ein festes Datum hast, dann kündigst du an auf YouTube, hey Leute, so, ich gehe jetzt in feste Arbeit, das war's, vielen lieben Dank und tschüss. So, dann kriegst du deine YouTube-Einnahmen genau bis zum Arbeitsbeginn. Was ist denn daran so schwer, hä? Am 10. Juli streamte Rainer mit rosa Haaren und behauptete, Hater hätten seinen Hund vergiftet.
Ich möchte wirklich mal sagen, also er kann ja seine Haare färben, wie er will, aber die Kombi mit dem gelben Shirt, das ist schon sehr wild. Kauf dir einen Hund. Nein, tue ich nicht. Hinterher vergiften die Hater meinen Hund. Wäre nicht das erste Mal. Sehr dünnes Eis, Rainer, ne? Ich möchte nochmal an deine Tiere erinnern. Ich werde es nicht weiter das Ganze kommentieren, weil sonst kriege ich wieder sehr schlechte Laune. Auch existiert ein Besuchsvideo von diesem Tag, in dem Hater Rainer auf dem Weg, der scherzhaft als Pilgerpfad bezeichnet wird, begegneten. Als Rainer am 11. Juli abends streamte, Pumucke. reagierte er auf Axel Stream, in dem dieser die Nachricht von Rainer vorgelesen hatte. Ich möchte jetzt hier nicht einen auf, bei mir schaut es besser aus machen, weil das tut's einfach nicht. Aber ist das mit der offenen Tür irgendwie ein neuer Stil? Ist das irgendwie ein neuer Stil, dass man die Tür offen lässt? Also Rainer, wirklich. Bro, also. Was zur Hölle? Okay, pass auf. Erstmal, Rainer, du bist keiner, der sich darüber überhaupt irgendwie beschweren darf, wenn es bei jemandem komisch oder dreckig oder so aussieht. Erstmal das. Und außerdem, Rainer, eine offene Tür ist für mich jetzt nicht unbedingt ein Kritikpunkt. Eine offene Tür. Wie kannst du eine Exe essen, wirklich? Er sagt ja auch, dass du ihn beleidigt hast. Als er damals was mit dir machen wollte und er deshalb jetzt nichts mit dir machen möchte. Ich habe ihn nie beleidigt. Das ist der Witz daran. Ich habe ihn nie beleidigt und ich habe gesagt, dass ich so, ich habe im Prinzip genau das gesagt, was ich euch auch gesagt habe, dass ich mit jemandem wie ihm eigentlich nicht in Verbindung gebracht werden möchte. Mit jemandem, der auf die Art und Weise Videos macht, wie er es macht. Ich habe ihn aber nicht beleidigt, ja. Wie gesagt, ich habe ihn nie beleidigt. Ich habe gesagt, dass ich so mit sowas eigentlich nicht in Verbindung kommen möchte. Habe dann aber halt darüber nachgedacht und dachte mir, man kann es ja mal probieren. Was dann dabei rauskommt, wird sich zeigen. Wisst ihr, was mich am meisten triggert? Dass es wirklich Leute gibt, die den auch noch unterstützen. Ja, geht mir bei dir genauso, Rainer. Das finde ich, es triggert mich jetzt nicht unbedingt, aber es stößt auf Unverständnis meinerseits. Dass es Leute gibt, die dich unterstützen oder unterstützt haben. Und was mich echt traurig macht, ist, der Typ hat mehr Abonnenten als ich. Zu Recht. Biermaron schreibt, Reini beschwert sich über offene Türen bei anderen. Meme hat jahrelang offene Fenster in der Schaubergputze gehabt. Ja, das stimmt. Reg dich nicht auf. Ich versuch's. Der Typ hat halt einfach mal mehr Abonnenten als ich, Alter. Ja, dann heul doch, Reiner. Ohne Scheiß. Warum? Warum denn? Das Geile ist, ich sehe schon kommen, dass er wiederum eine Reaktion auf meine Reaktion macht, woraufhin ich wieder eine Reaktion auf seine Reaktion machen müsste, was wieder bedeutet, dass er eine Reaktion auf meine Reaktion machen müsste. Wild. Reaktionception. Als Rainer am 12. Juli abends auf Juno streamte, erschrak er plötzlich durch einen lauten Knall. Zuckst die ganze Zeit. Ich muss mal schnell aufs Klo. Ey, das ist so lächerlich, Rainer. Alter, haben die Leute in Timbuktu gehört. Anstatt einfach mal zu sagen, Leute, ich muss mal ganz kurz raus, ich muss mal gucken, was da passiert ist. Ach komm, Rainer. Anschließend beendete er den Stream. Am 13. Juli sah man Rainer im Stream mit einem Bohrer und einem Kabel hantieren, um eine Soundbox anzuschließen. Währenddessen schrie er Besucher an. Habt ihr Idioten an einem Freitagabend nichts Besseres zu tun, als bei fremden Leuten vor der Haustür rumzugammeln und abends zu nerven? Aber wie passen, wir haben halt auch Freitagabend. Dann haut ab! Ihr wollt alles immer. Mich regt das auf, haut ab! Dann haut ab! Ohne ein weiteres Wort, einfach abhauen! Daraufhin ging er nach draußen, um weiterhin Besucher anzuschreien. Wenig später kehrte er sichtlich gereizt zurück und regte sich über Hater und seinen Mangel an Erfolg auf YouTube auf. Typische Hater-Aktion. 4 gegen 1 und die kommen trotzdem in den Kuschen. Wo ist mein Handy?
Und anstatt, dass die Leute zu Hause sind und sich ansaufen oder in die Disco gehen oder sich vorbereiten für die Disco oder ins Kino gehen oder mit ihren Freunden einfach daheim chillen und saufen. Nein, man geht zum Drachen und geht ihm auf die Eier. Naja, aber Rainer, um fair zu bleiben, ich kann mir auch bei der Rewe, kann ich mir auch beim Zwingel schön einen Kasten Löschzwerg gönnen und dann kann ich mir bei dir vorm Tor oder, weiß ich nicht, auf dem Pilgerweg betrinken. Also das ist ja nun auch nicht ganz korrekt, dass man das da nicht machen kann, ne? Also Leute, ich sag euch, wenn wir jetzt demnächst, ne, also ich will jetzt nicht sagen, wann wir fahren, ne, ich werde dann davon berichten, wenn wir da waren, aber wenn wir da beim Drachen waren, also beziehungsweise beim, ne, Ex, also beim ASB, wo halt seine Hütte damals stand, ey, Leute, da wird auch Löschzweck geholt, da wird einer sich neu geschürt, das ist klar. Warum macht man sowas? Da hätte ich 100.000 bessere Sachen zu tun. Aber hier ist echt bescheuert. Die sind zu siebt und die sind von mir weggerannt. Vier, ja? Vier Leute. Erst waren es zu viert, als ich raus bin. Ich mach das, die haben mich nicht kommen sehen, ich mach das Tor auf und die rennen erst mal eiskalt weg. Ey, die sind vier gegen einen. Und dann der eine telefoniert rum, ja, kommt mal her. Rennen noch mal drei daher. Und Alter, ohne Scheiß, was für Hirnschaden ist das? Kommen sie noch mal her und dann sind sie so feige, dass die von mir wegrennen. Zu siebt. Ohne Scheiß, ein Atomfacepalm würde dafür nicht ausreichen. Wie bitte? Wie bitte? Was soll das? Ja, wahrscheinlich sind die zu siebt vor dir weggerannt, so war das. Jetzt bin ich total nass geschwitzt, ey. Ich habe nichts davon, außer Stress. Ich habe nicht ansatzweise die Abonnenten, die ich eigentlich meiner Meinung nach genug bin, aber ich habe nicht ansatzweise die Abonnentenzahl, die ich meiner Meinung nach verdiene. Ich habe nicht ansatzweise die Möglichkeiten, auf YouTube irgendwas zu machen. Andere YouTuber meiden mich nur, weil ich so viele Hater habe. Die Hater machen meinen Twitter-Account kaputt, meinen Facebook-Account kaputt, machen oder versuchen alles daran, meinen YouNow-Account und meinen YouTube-Account kaputt zu machen. Ja, Rainer, also diese Aussage mit, oh, ich habe auf jeden Fall nicht so viele Abonnenten, wie ich glaube, zu verdienen. Ja. Stell dir mal vor, irgendwelche YouTuber heulen rum, oh, ich habe nur 10.000, 20.000, 50.000 Abonnenten. Eigentlich habe ich 200.000, 1 Million verdient. Das ist so traurig, Rainer. Soll ich dir sagen, wie man Abonnenten bekommt? Mach halt guten Content oder mach halt wenigstens unterhaltsamen Content. Weißt du, was ich meine? Du musst ja keine Julian Bam Videos drehen oder so, aber sei doch unterhaltsam, sei doch sympathisch, sei doch nett. Ich weiß, ich sag das gerade zu einem Rainer, aber es ist halt wirklich utopisch. Wegen mal, betreib doch mal Fanmanagement und grüß bitte die wunderschöne Marille von Marcor. Alter, ich habe schon ein paar Mal gelesen, aber da wird sie jetzt endlich mal gegrüßt. Wer hatet, ist unfassbar schwach. Das wird er immer sein. Ihr seid genauso fucking feige. Sei doch froh, wenn es dir gut geht, verdammt wegen mit gegenseitigem Respekt oder zurückkommen. Was ich nicht verstehe, wie konnte Excel und Tanzverbot so groß werden? Soll ich dir sagen, wie die das gemacht haben? Die sind sympathisch. Die sind sympathisch und haben die Leute, die erst gegen sie waren, haben sie umgekehrt und haben sie zu Fans gemacht. Beziehungsweise, vielleicht sind sie die Leute, die absolut nicht leiden konnten, sind sie losgeworden und haben sehr viele Sympathisanten gefunden, die sie einfach für ihre Art mögen, Rainer. Das ist das Geheimnis. Wer hätte das gedacht? Sympathie und auch einfach mal, ja, nett nach außen sein, vielleicht interessante Videos machen. Ey, ich weiß zum Beispiel, ich finde, Rainer lässt sich wunderbar mit dem alten Tanzverbot von damals vergleichen. Ich weiß nicht, ob ihr diese ganz alten Tanzverbot-Videos kennt, wo er irgendwie, weiß ich nicht, vom Rewe sich ein Mettbrötchen hat schmieren lassen und dann hat er erzählt, wie die Tante ihn komisch angeguckt hat, weil er dick ist oder so. Das waren einfach nur legendäre Videos, ja. Die waren komplett beschissen produziert, aber es war unterhaltsam, einfach diesen Typen zuzusehen, wie er von seinem Mettbrötchen Abenteuer erzählt. Es war einfach nur geil. Und wo bleib ich stecken, Alter? Aber wenn die beiden das schaffen, mit dem scheiß Content, den ich bringe, zum Großteil, und ich gebe mir für meine Videos Mühe, ich kapiere das in 100 Jahren nicht. Das ist wirklich so crazy, ey. Da sitzt der mit Tränen in den Augen und hat Neid auf andere Leute. Das ist so traurig. So, das ist wirklich, sorry, aber das ist halt wirklich objektiv eine traurige Person, die da sitzt. Ich weiß nicht. Ich weiß, dass ich auf vieles sehr unsympathisch... Was ist denn so? Haben wir Schüttellähmung oder was? Ja, leider. Ach, ich vermisse die Schanze. Es hatte irgendwie immer etwas Gemütliches. Sif IGES, ähnlich wie bei den Ludolfs, nur noch schmantiger.
Ja, schön beschrieben, ne? Ludolfs ist auch so ein Ding, aber Rainer war noch so ein bisschen über den Ludolfs. Weißt du, die Ludolfs waren auch eher sympathisch und lustig, ne? Ich sage nur, Uwe, Manfred, Essen kommen. Aber Rainer, schwierig, schwierig. Kostbehälter, vielen lieben Dank für das Taschengeld. Ich merke, werde, wirklich, vor allem wenn ich sowas mache wie jetzt gerade, verstehe beim besten Willen nicht, wie Tanzverbot sympathisch wirken kann. Und was ist mit Axel? Der macht zu 90% Streams und dann geht er her und haut sich auf den Bauch, auf den nackten Bauch wohl noch gemerkt. Alter. Schließlich vergoss Rainer einige Tränen, gab sich aber weiterhin kämpferisch. Oh nein, und das ist halt immer das Schlimmste. Er weint und dann aber sofort wieder zurück in den Unbesiegmodus. Wisst ihr, was das Geile ist? Ich werde stärker aus der ganzen Aktion hervorgehen als ihr alle. Oh Gott. Junge, 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 Junge. Therapeuten würde ich mal anrufen. Ich möchte nochmal erwähnen, ne? Er hat sich da scheinbar wirklich in Rage geredet und geheult, nur weil Axel und Tanzverbot mehr Abonnenten haben. Ihr könnt immer so die Fresse aufreißen, habt aber keine Ahnung, wie es wirklich ist. Ich wünsche euch einen Tag in der Hölle. Das wäre für mich Urlaub. Ihr werdet mich nicht brechen. Oh nein, jetzt. Oh nein. Jetzt wird Mana getankt, meine Freunde. Mana wird getankt mit Digimon. Ihr nicht. Ihr werdet mich niemals brechen, Alter. Niemals. Ja, das Mana wird getankt. Ach, das Mana wird aufgenommen. Nicht so lange ich meine Musik habe. Besiegt? Du hast mich gerade abonniert und mich dafür unterstützt. Bastard! Wie kommt er eigentlich auf die Idee, Bastard zu sagen? Warum Bastard, Rainer? Was ist da eigentlich los? Hoffentlich wirst du mal taub. Was ist dir wichtig in deinem Leben? Ich hoffe, jemand nimmt's dir. Ist genau dieselbe Scheiße, du Ab... Er geht auch wirklich auf alles ein. Weißt du, anstatt das einfach zu überlesen, für dich zu sein, meinetwegen sammel dein Mana und liest die paar Kommentare vor, die es nett meinen. Rainer geht auf alles ein, was schlecht ist. Bärmlicher kleiner Wicht. Wenn das Karma nur minimal auf meiner Seite ist, werde ich nie taub werden. Alter, Junge, Digimon Openings werden ja mal mies weggehört, Junge, geil. Ja, und fuck auf Gott, ich will in die Hölle, denn da spielen sie gute Musik. Ich raub dir Hörsinn und Augenlicht. Come on, Bitch. Come on. Rainer, Provokation übrigens, ne? Du hast quasi gerade jemanden wieder aufgefordert, zu dir zu kommen. Also, ja. Aber warum stehen die Leute vor meinem Tor? Verstehe ich gar nicht. Showtrennen für Barren verkauft. Deine Würde für paar Barren. Die Hater haben das erreicht, was sie wollten. Sie haben gewonnen. Das Geld von Hatern an. Du verkaufst deine Prinzipien. Am 14. Juli behauptete Rainer im Stream, die Besucher von gestern wären von der Polizei aufgegriffen worden. Später tauchten erneut Hater vor seinem Haus auf, woraufhin Rainer die Polizei rief. Hört ihr das? Herr Winkler! Herr Winkler! Junge, es ist krass, wie du wirklich jedes Wort verstehst, was die draußen sagen. Ach, der Mettler-Lord mal wieder, schön. Ich habe wieder keinen Empfang. Na komm schon, du blöder Empfang. Und auch dieses angenehme, sehr leise Grundrauschen. Ach, herrlich. Ach ja, damals die Zeiten, das waren einfach die besten. Ich hasse mein Leben manchmal echt. Ja, hallo, hier ist Winkler. Winkler. Und zwar das sind schon wieder so Idioten. Ein heutiges, was ich habe, wird ginge 2 Minuten.
Ich glaube, 2 Minuten Video, was ich habe heutzutage, ich glaube, das ist noch sehr lang geschätzt. Aber ja, es wäre auf jeden Fall deutlich kürzer. Obwohl, Rainer wird es wahrscheinlich trotzdem irgendwie noch länger strecken. Ich habe Tempotaschentücher, ich habe ein Handy, ich habe eine Handyhülle. Ich habe mein Leben. Ich habe Sauerstoff zum Atmen. Ich habe Klamotten. Ich habe Würde. Ja. Ja, nee, du glaubst doch nicht wirklich, dass das so kurz wäre. Der Kaffee, vielen lieben Dank für die Unterstützung. Von meiner Haustür, die jetzt hier gerade ihre Musik aufdrehen, hier einen Lärm machen wie sonst was. Die haben auch schon Sachen rumgeschmissen gerade. Es wäre nicht schlecht, wenn ihr euch mal umschaut. Alles klar. Gut, vielen lieben Dank. Falls sich was ändert, sag ich Bescheid. Danke. Ciao. In dem Video von Eagle und Hatern der August 2018 rief Rainer alle Hater dazu auf, ihn im August in Ruhe zu lassen und zu deabonnieren. Sollten sie das tun, würde er zugeben, nur Hater und keine Fans zu haben. Die Hater behaupten immer, ich würde keine Fans haben. Ich hätte nur Hater. So. Das ist Blödsinn, das wissen wir alle. Aber ich bin bereit, zuzugeben, dass ich nur Hater habe, wenn die Hater es schaffen, einen ganzen Monat lang nicht zu haten. Das bedeutet, wir machen das im ganzen August über, deswegen mache ich das Video jetzt schon, damit es nicht hinterher sagen kann, ich habe es nicht mitgekriegt. Das bedeutet, keine Dislikes oder wenig, also ein normaler Rahmen von Dislikes auf meinen Videos, das heißt mal so 50 oder mal 100, anstatt mal 600, 700, 1000 oder mehr. Ist das traurig, wenn du mit so einer Masche schon versuchst, die Dislikes runterzudrücken. Ist das traurig, alter Falter. Mann, Rainer. Und es macht auch total viel Sinn. Ich gebe zu, dass ich nur Hater habe, wenn ihr es schafft, einen Monat nicht zu haten. Das macht auf jeden Fall sehr viel Sinn, Rainer. Das heißt auch, keine Hassnachrichten auf YouNow und keine Hasskommentare auf YouTube. Außerdem bedeutet das keine In-Real-Life-Aktionen bei mir zu Hause im August. Gut, eine Sache hätte ich beinahe vergessen zu erwähnen. Die Hater müssen mir mindestens 10 bis mindestens 15.000 Abonnenten auf YouTube entfernen. Sollte keine allzu große Aufgabe sein, wenn es, was die Hater sagen, immer stimmt, dass ich nämlich nur Hater als Abonnenten habe. Dann können ja mich alle Hater mal deabonnieren. Beweist mir, dass ihr mich so hasst. Ich erwarte höchstens 5, vielleicht 6.000, Maximum vielleicht 10.000. Beweist's mir. Dann zeigte Rainer eine Aufnahme, die am Morgen nach der Explosion im Stream entstanden war, und Aufnahmen von den Hatern, die ihn im gestrigen Stream gestört hatten. Und zwar hat da gestern jemand eine Bombe reingeschmaßt. Ein Böller reingeschmissen, das kein normaler Böller war. Zunächst mal hat es hier schon einen schönen Krater hinterlassen. Krater? Rainer? Krater, okay. Da ist quasi ein Komet eingeschlagen. Das hier. Und es ist so extrem gewesen, dass es meine Mülltonne zerlegt hat. Ganz ehrlich, das ist kein normaler Spaß mehr. Wenn ich da daneben gestanden wäre, hätte ich mich ernsthaft verletzen können. Das ist einfach, und die Leute fragen, und bei so, nach solchen Aktionen fragen sich die Leute, warum ich auf Leute losgehe, warum ich Leute schlage. Naja, Rainer, das rechtfertigt dich trotzdem nicht, handgreiflich zu werden. Vor allem nicht, wenn die Leute auf der Straße stehen und nicht auf deinem Grundstück, Rainer. Das ist halt trotzdem, ne, keine Ausrede dafür. Und nach solchen Aktionen fragen sich ernsthaft die Leute, das verstehe ich einfach nicht, wenn ich mich verteidige. Seht ihr das? Wie feige die sind. Die haben so eine Fresse, machen dann hier Steine, schmeißen Steine gegen meine Fenster, filmen mich dann, wenn ich rauskomme, aber stehen bleiben, dann ist er nicht. Ich will mich nicht boxen, Leute. Tja, dann wäre es da hier nicht aufgetaucht. Ich möchte einmal ganz kurz fragen, wie falsch kann man zensieren schreiben, Alter? Ihr kommt hierher, ihr macht hier Stress, aber boxen wollt ihr euch nicht. Schmeißen sie auch noch mit Steinen auf mich, Alter. So mutig sind sie. Die sind so sippt, Alter, aber die sind so mutig, dass sie sich auf die Entfernung auch noch mit Sachen beschmeißen. Gegen Ende des Videos zeigte Rainer noch Aufnahmen von einem Igel, den er im Wald entdeckt hatte. Ich hoffe, er hat den Igel nicht mitgenommen. Auch erschien der zweite Teil von Rainers Geschichte, der Junge des Wolfes.
Auf Teamspeak behauptete Rainer, Spitzel unter den Hatern zu haben und ging davon aus, dass beim angekündigten Schanzenfest am 20. August nichts passieren würde. Aber du kannst nicht gegen eine einzelne Person in Deutschland demonstrieren, schon gleich gar nicht, wenn sie nicht irgendwie politisch aktiv ist oder sonstigen Scheiß in die Richtung. Also das ist nicht möglich, das ist gesetzlich auch gar nicht erlaubt. Und deswegen, bringt ja auch nichts. Also. Und deswegen können sie das knicken, also keine Ahnung, was sie sich da für einen Schwachsinn wieder einbilden, aber das ist nicht wirklich was Neues. Letzten Endes denke ich, dass es einfach mal wieder einfach nur Riesenpropaganda ist und... Ach man, die Propaganda, ach ja. Die Riesenpropaganda mal wieder. Es werden ein paar Idioten auftauchen, hundertprozentig, aber das, was die sich hier ankündigen und was die hier jetzt gerade sich einbilden, das passieren wird, wird nicht passieren. Dann behauptete Rainer, die Polizei hätte keine rechtliche Grundlage, um etwas gegen die Hater auf der Straße vor seinem Haus zu unternehmen und sprach über die Motivation der Besucher. Wenn die mal eine Woche lang irgendwie da präsent sind mit einer Streife und einfach jeden, der da ankommt, wegschicken. Bringt nichts. Was soll das bringen? Keine Ahnung. Zunächst mal ist es eine öffentliche Straße, was bedeutet, dass man da eh nichts dagegen machen kann, weil auf einer öffentlichen Straße darf man es sein. Mich zu belästigen ist zwar nicht erlaubt, oder generell jemanden zu belästigen ist zwar nicht erlaubt, aber prinzipiell was dagegen machen kannst du nicht, weil es eine Straftat auch nicht ist. Aber was wollen denn die Leute, wenn die zu dir kommen, wollen die reden oder was wollen die von dir, also wenn die da sind? Ja, was wollen die von mir? Die wollen sich über mich lustig machen. Die reizen mich so lange, bis ich ausraste. Was manchmal mittlerweile, umso länger es geht mit diesem Hate, umso länger dauert es, bis man mich zum Ausrasten bringt. Manche schaffen es auch gar nicht. Genau. Manche schaffen es auch gar nicht. Und manchmal rastet er auch gar nicht aus und manchmal bleibt er auch drin. Ja, ja, klar. Rainer, bitte. Es gibt verdammt nochmal Videos, da stehen Leute kommentarlos auf der Straße. Da stehen Leute kommentarlos auf der Straße und du rastest aus. Rainer, erzähl doch nichts. Entweder reißt denen dann die Geduld oder ich ignoriere sie einfach gekonnt. Das schafft man aber auch nicht bei alle. Das Geile ist, die Leute haben mich dann mit einer Flasche beschmissen und mit Steinen und was weiß ich allem. Und hast du da keine Angst? Also, so Flaschen. Wenn sie mich wirklich erwischt hätten, dann hätte ich da irgendwas ins Kreuz geschmast, wäre auf sie drauf und hätte sie kalt gemacht. Was wäre, wenn du jetzt, sag mal, dein Haus, also dein Grundstück verkaufst, das YouTube-Zeugs alles schließt, du wegziehst? Genau, und dann komme ich in irgendeine Wohnung, aus der ich dann rausgeschmissen werde, weil die Hater wieder rausgefunden haben, wo ich wohne, und dann habe ich das Problem, dass ich auf der Straße hocke. Herzlichen Glückwunsch. Aber was denkst du? Leute wollen ihm helfen, meint's gut, und Rainer macht wieder Rainer-Sachen. Oh, herzlichen Glückwunsch, tolle Idee, hast du super gemacht, ja, morgen ist nichts mehr. Was ist das Ziel der Hater überhaupt? Was denkst du? Das Ziel der Hater ist einfach mir auf den Sack zu gehen. Auch erschienen an diesem Tag drei Videos. Darin reagierte Rainer auf ein Video von Axel, in dem dieser auf Rainers Reaktion reagiert hatte. Oha, wild. Also er sagt zu mir wortwörtlich, dass ich... Puh. Sekunde. Hat er gerade ernsthaft in seine Wohnung gerotzt? Ich rotz auch öfter mal im Stream oder so, aber ich rotz aus dem Fenster. Ich habe ihn aber nicht beleidigt. Stimmt, Rainer. Kann ja nicht jeder den ganzen Tag auf sein Windows 98 PC schneiden, rennen, dann hochladen. So, Windows 98. Erstens mal habe ich Windows 10 vermutlich eine Stufe mehr als er hat. Alter, Rainer, das war eine sogenannte Hyperbel, eine Übertreibung, Alter. Da geht er natürlich drauf ein, weil das der einzige Punkt ist, gegen den er was sagen kann. Und dann natürlich dazu sagen, eine Stufe mehr als du wahrscheinlich. Von daher überlegt dir das gut, weil ich habe die Schnauze echt voll. Mag sein, dass du von der Abozahl her größer bist. Mag sein, dass du auch mehr Fans hast. Definitiv, kann schon sein. Aber ich bin definitiv ein ernstzunehmender Gegner, wenn ich mich wirklich ins Zeug legen werde. Bestimmt. Und das werde ich. Also überlegst dir gut, ob du dir den Beef antun willst. Gleich darauf lud Axel ein Video hoch, indem er auf Rainers Reaktion reagierte. Alter, was? Also, nochmal ganz kurz. Axel hat ein Video gemacht, Rainer hat darauf reagiert, dann hat Axel auf die Reaktion reagiert, dann hat Rainer nochmal darauf reagiert und jetzt will Axel nochmal auf die Reaktion reagieren, auf die schon bereits reagiert wurde. Sehr wild, sehr, sehr wild.
Im Stream vom 15. Juli äußerte sich Rainer zum bevorstehenden Schanzenfest. Auch störten wieder Besucher den Stream, wobei ein Hater sogar die Melodie des Lügenwort-Songs auf einer Trompete spielte. Geil. Die ganze Sache im August, den ganzen Plan, die Planungen im August, die sie schon wieder vorhaben, und das werden die nicht machen. Die werden das nicht schaffen. Oder anderen Zuschauern ist es natürlich immer ein bisschen blöd. Kleine Sekunde. Wird gleich mal laut. Ist das eine Trompete? Ja, Kindergarten eben. Aber wie genial ist das, dass jemand mit seiner Trompete kommt, die er auch noch spielen kann, und er spielt den Lügenlord-Song drauf. Wie geil, Mann. Richtig cool. Lol, was war das für ein Klingelton? Es war kein Klingelton. Nee, es war kein Handy. Das war eine Trompete, der da rumposaunt hat. Da stehen jetzt einfach mal 7 Leute oder was vor meiner Tür, ey. Es ist so erbärmlich, dass die an einem Sonntagabend oder an einem Sonntagmittag nichts Besseres zu tun haben. Ach, Rainer, hör doch auf, immer auf die Zeit einzugehen. Es ist doch vollkommen egal, wann ich vor deiner Tür stehe. So irgendjemanden auf den Sack zu gehen. Es ist gerade mal eins hier, Alter. In Drachenlord Folge 19, Mega Gelb im DL-Format, sprach Rainer darüber, warum er trotz der Hater weiter Videos produzierte. Es mag sein, dass ich nur Hater habe oder fast nur Hater habe, aber es gibt genug Menschen auf der Welt, die gemobbt werden. Und davon gibt es auch nicht wenige in Deutschland. Ob es jetzt Schüler sind, Leute, die zur Arbeit gehen, erwachsene Leute, alte Leute, junge Leute, völlig egal. Ich möchte mit meiner Anwesenheit auf YouTube trotz des ganzen Hates einfach zeigen, dass man niemals aufgeben soll, egal wie schwer das Leben ist. Ja, aber dass du dich dann immer so mit Mobbing-Opfern vergleichst, ne? Du sagst es gerade hier in der Schule auf Arbeit, bla. Oh, das ist so anstrengend, wirklich. Stellt euch vor, ihr werdet wirklich gemobbt und ihr könnt nichts dafür. Ja, einfach weil ihr irgendwie, keine Ahnung, weil ihr halt irgendwie ein bisschen anders aussieht oder so, wo ihr nichts dafür könnt, ja. Und dann kommt ein Rainer, der sich da vollkommen selber in die Situation reingeballert hat und erzählt sowas. Oh, Leute, ey. Ihr findet einen Weg, glaubt's mir. Der Hate wird nicht für immer bleiben und selbst wenn... Es beweist nur, dass andere Leute euch unterschätzen. Auch existiert von diesem Tag ein Besuchsvideo. Darin wollten Besucher Rainer mitten in der Nacht ein Geschenk überreichen. Nein, Drache, warte. Wir haben dir ein Mountain Dew mitgebracht. Das heißt Mountain Dew, das haben wir das letzte Mal gelernt. Mountain Dew. Wenn es uns leid tut, was dir angetan wurde in den letzten Tagen. Schau mal. Und haut ab, bevor ich runterkomme und euch die Schnauze anschaue. Ja, dann komm runter. Es ist 4 Uhr morgens, ihr hirnlosen Idioten. Seht euch wie Paviane aufführen. Schaut bitte den Gefallen und geht in den Zoo. Rainer, ich stell dir die Flasche vorne hin, okay? Halt die Fresse, wie oft soll ich dir noch sagen, dass dir nicht zuhört? Herr Winkler! Daraufhin warfen sie die Flasche kurzerhand auf Rainers Grundstück. Ruhe! Stand der Grausam, Alter! Was? Stand der Grausam, ihr blöden Wichser! Ich ruf jetzt die Bullen! Ja, mach das! Ruf den Herrn Müller, du Arschloch! Ja, ruf doch den Herrn Müller! Ihr habt die wohl echt eine Eier in der Waffe, um den Scheiß zu veranstalten! Ihr seid ernsthaft so Feiglinge! Ah, ja! Ja, ihr könnt das! Ja! Rainer hat sich auf jeden Fall sehr gut im Griff. Ich meine, man kann das natürlich kritisieren, dass da Leute 4 Uhr morgens kommen und ihm Zeug aufs Grundstück schmeißen. Auf jeden Fall, ja. Aber Rainer muss natürlich auch nicht so reagieren, ne? Er gibt halt Zündstoff ohne Ende, er schreit da rum. Es ist halt wirklich so dumm. In den Lokalnachrichten war ein Artikel aufgetaucht, in dem darüber berichtet wurde, dass ein 28-Jähriger attackiert worden war. So soll ein durch sein Fenster geworfener Stein ihn nur knapp verfehlt haben. Auch wurde eine Geldkassette, in der sich ein akustischer Taschenalarm befand, und Mehltüten auf das Grundstück des Mannes geworfen. Bei dem Opfer handelt es sich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit um Rainer. Am 16. Juli im Stream stritt Rainer jedoch alles ab. Natürlich, er streitet immer alles ab. Hey Drache, stimmt es, dass Hater bei dir die Scheibe eingeschlagen und dich verletzt haben? Oder ist das Verarsche? Gruß, Steffen. Wo sollen denn die Scheibe eingeschlagen haben? Und schaue ich verletzt aus? Später war Rainer im Chat von Excel95 Stream.
Als Axel ihn als Gast einlud und drohte, sonst Rainers Kanal zu striken, kam Rainer dann in den Stream. Ja, sind wir mal ehrlich. Der in einem riesigen Scheißhaus aus Glas sitzt. Der sollte nicht schon mit so kleinen Steinen schmeißen. Beispielsweise. Mit so kleinen Steinen. Gib mir mal ein Beispiel. Ah, Rainer, ab wann ziehst du dein T-Shirt aus? Sagen wir 400 Likes. Nee, 4000 waren es. Sorry, 4000 Likes. Ich hab noch nie meine Shirts für Likes ausgezogen. Ich zieh mich nicht aus für meine Zuschauer. Das habe ich nämlich nicht nötig. Für wie viele Likes ich mein T-Shirt ausziehe? Sag mal für 4000 ziehe ich mein Shirt aus. Ach, Leute. Wir müssen ernsthaft mal über die Like-Situation reden. Das ist halt wirklich ein verdammter 5000 IQ-Move. Einfach schnell die Audio rauszusuchen, wo Rainer genau das sagt, was er gerade abgestritten hat. Das ist wirklich, so kann man Rainer am besten kontern. Er sagt irgendwas, was natürlich überhaupt nicht stimmen kann, bla bla bla, und dann hast du mit seiner Stimme und seinem Streamausschnitt genau mit seinem eigenen Streamausschnitt hast du den Gegenbeweis. Das ist wirklich, besser kannst du Rainer nicht überführen. Wir müssen echt mal über das Ganze, über die Likes reden, Leute. Von wann ist es? Schließlich wurden in dem Gespräch auch Themen wie Rainers angebliche Freundin, sein Auto und das bevorstehende Schanzenfest behandelt. Richtig, richtig hops genommen, ne? Dregiegel schreibt, YOLO bastet. Ich glaube, das so kann man es ausdrücken, ja. Das wollen wir erstmal festlegen. Also, hör auf, mich zu verarschen, du hast keine Freundin. Die Schanze wird 24-7 observiert. Hast du einen unterirdischen Versorgungstunnel gegraben, wo die heimlich reinkommt? Und weißt du, genau aus diesem Grund, wie du das hier gerade siehst, ja, 24 Stunden Observation. Ich glaube, das weiß ich besser als du, ob das hier 24 Stunden observiert wird oder nicht. Dein Auto läuft aber wieder. Mehr schlecht als recht im Moment. Verdammt, ich hab schon wieder keinen Kaffee, Alter. Ja, mach dir erstmal Kaffee rein, ich zieh erstmal eine Ziese. Emskirchen ist ja nicht Schauerberg. Tu mir bitte den Gefallen und hör auf, das weiter zu publizieren, diesen Blödsinn. 20.8., weil am 20.8. überhaupt nichts passieren wird. So, ich habe einen Scheißdreck-Geburtstag. Lol, dann haben die mich alle angelogen. Natürlich haben die dich an. Ich hab ein Zuschauertreffen geplant. Am 20.8. ist überhaupt nichts. Erstens mal habe ich am. Naja, überhaupt nicht. Nichts würde ich jetzt nicht sagen, Rainer, aber ja, okay. Am 2.8. Und selbst wenn, hier wird bei mir definitiv nichts passieren, weil ich der Polizei vorher Bescheid geben werde, dass die da aufpassen, dass da nichts passiert. Weil du darfst nicht einfach einen Aufmarsch von 100.000 Leuten hier anmachen. Ich habe selber extremen Stress bekommen wegen der Sache mit dem Posterverkauf, für die ich mich mittlerweile auch schäme, wo ich mir auch denke, wie konnte ich auf so eine dumme Aktion wiederkommen? Ich habe sehr gute Menschenkenntnis, Rainer. Jetzt, du, ich weiß, ich will jetzt nicht sagen, du hast keine, das habe ich nicht gesagt. Es geht darum, ich habe eine sehr gute Menschenkenntnis. Und ich bin mir absolut sicher, dass in jedem Hater auch ein guter Mensch steckt. Ja, das ist es halt. Ein Hater, es ist ja auch nur die Bezeichnung, die Rainer den ganzen Leuten gegeben hat. Ein Hater. Weißt du, ein Hater, ne? Ich beziehe das jetzt mal auf mich. Mein Leben besteht nicht aus Rainer. Ja, Rainer ist natürlich auch, ne, mein, ich vergleiche es immer gerne mit RTL 2 hier, mit einem Leben und so weiter, ne, ist halt lustig, bla bla, alles schick, alles schön, aber ein Hater besteht nicht nur aus Rainer nicht mögen oder so, ne, jeder Hater ein ganz normales Leben, macht seine Schule, macht sein Studium, macht seine Ausbildung, geht normal zur Arbeit, hat seine Problemchen im Leben, und es ist ja nicht so, dass jeder Hater abgrundtief böse ist, wie Rainer das denkt oder so, ne, das hat er aber auch nie verstanden. Ich habe halt nur ein Problem mit dir persönlich, ja? Das heißt ja nicht nur, weil das Hater sind, sondern die alle Menschen hassen, die fett sind. In Rainers Videos ging es nun immer weniger über Themen, die ihn interessierten, und immer mehr um das, was ihm die Hater nun wieder angetan hatten. Und während Rainer sich dem Drama mit Axel 95 hingab, rückte der Tag des Schanzenfestes unaufhörlich näher. Ja, und das ist wirklich krass, ne? Dann kam ja das Schanzenfest, 20.8., es wurde gerade nochmal gesagt, oh, da wird gar nichts sein. Eieieiei, Leute, da wird gar nichts sein, wir werden es ja sehen demnächst, ne? Also das war sehr, sehr wild, was da noch auf uns zukommt. Sehr geile Folge vom Einzigen wieder, lasst da gerne mal Aveng, Grüße da. Am Ende gibt's natürlich noch die Mitglieder ab, Wonga Level 10, vielen, vielen lieben Dank an den unbesiegten Luhan. Wir haben Mr. Käsekuchen.
Dann haben wir noch Sydamix Game Pro, der brennende Mikrowellenmuffin. German Grizzly, Horst Kevin Blender. Wir haben Turm Süd, Croissant Container. Natürlich, ich bin nicht der Drache. Verdammte Axt, Haut ist keine Emotion. Und die Katzenmulle. Vielen lieben Dank für euren Support, meine Freunde.